Willkommen zum nächsten Part der Rage & PC Shop Tutorial Reihe. Heute kümmern wir uns weiter um den Character Creator Part 2. Und zwar befinden wir uns gerade hier in unserem ausgelagerten Vue.js Code, wo wir letztes Mal den Character Creator erstellt haben. Diesen wollen wir natürlich jetzt in unseren eigentlichen Server Code integrieren. Und dazu habe ich einmal beide per Visual Studio Code geöffnet. Wir sehen hier in der Main.js, haben wir Character Creator importiert und so weiter. Wir öffnen ein zweites Visual Studio Code mit unserem Server Code und gehen auch hier mal in die App.view. Wir machen ähnlich wie bei unserem eigenen Code, wo wir den Character Creator erstellt haben. Gehen wir hier einmal unter Components und sagen New File. Nennen den einfach mal charcreator.view und können den in der App.view hinzufügen. Wir machen wieder eine neue Referenz hier oben, sagen char creator ref gleich char creator, zack, dann sagen wir hier unten import char creator form, dann punkt slash component slash char creator punkt view und hier unten bei components kommt der dann auch noch hinzu, char creator. Und dann sagen wir hier unten noch als globale Variable global.gui.charcreator, da ich mal aber alles klein, gleich this.dollarrefs.charcreator, Semikolon. Damit hätten wir schon mal unsere Referenz erstellt und können jetzt den Code in charcreator überführen. Deswegen gehen wir mal in unser charcreator, dann unter components charcreator und können uns alles, was hier ist, einmal rüber kopieren. Steuerung A, dann gehen wir in unseren Servercode und klicken hier auf Steuerung V, indem wir das reinkopiert haben und wieder raus und wieder eingefügt haben. Hier sehen wir den ganzen Code, wir müssen gleich wahrscheinlich noch ein paar Dateien integrieren, die wir dann hier bei public index.html haben. Das müssen wir mal gegenüberstellen, was wir dafür brauchen und was wir schon haben. Index.html. Gut, wir brauchen auf jeden Fall Font Awesome, haben wir schon. Und die Font von der Google API Poppins, die kopieren wir uns dann auch mal rüber. Einfach hier über Font Awesome. Bootstrap haben wir. Toast Air brauchen wir nicht. jQuery haben wir auch. Das heißt, wir brauchen hier Font Awesome Hammer, Bootstrap Hammer, Popper brauchen wir, jQuery Hammer. Aber wir bräuchten eine neuere jQuery-Version, deswegen kopieren wir uns hier mal die Popper Min.js, jQuery, Bootstrap Slider, Slider, Animate.js, Range Slider und alles andere noch hier. Und überschreiben das mit unserer Version von jQuery. Gut, dann speichern wir das Ganze mal. Müssen gleich noch schauen, ob wir eine neue Bootstrap-Version hier brauchen. Gehen mal zurück nach charcreator und sagen hier bei der div-Class erstmal viewif charcreator gleich gleich true, damit der nur angezeigt wird, wenn der charcreator auf true ist. Dafür müssen wir später ein paar Werte zurückgeben. Und zwar sagen wir hier bei return ganz unten charcreator auf false, also standardmäßig ist er auf false. Das packen wir aber gleich erstmal woanders hin, weil wir dann später eine Funktion schreiben werden, wo wir das auf true setzen. Ich denke mal, wir packen das hier hin. Semikolon. Charcreator kennt er nicht. Also, es heißt Doppelpunkt natürlich, nicht gleich, ja, Doppelpunkt. False. Gut, damit hätten wir das schon mal so eingebaut. Und jetzt schreiben wir einfach eine Funktion hier unten, eine Methode mit showCharCreator, Doppelpunkt, Function, Klammer auf, Klammer zu, Komma. Und hier sagen wir dann einfach this.charCreator, ups, this.charCreator gleich true, Semikolon, damit er angezeigt wird und wir nur diese Funktion aufrufen müssen. Sehr gut. Jetzt speichern wir das Ganze mal. Ihr könnt hier oben auf File, Save All gehen zum Beispiel oder nur auf STRG S.
Und dann sagen wir unten im Terminal, wenn das Terminal bei euch nicht da ist, sagt einfach hier oben New Terminal, npm run serve. Es dauert einen kleinen Moment und dann startet unser Development Server und danach können wir dann mal das Ganze im Chrome ausprobieren. So, wenn der Server dann gestartet wurde, können wir einmal Chrome öffnen, geben hier oben ein localhost 8080, drücken F12, wenn ihr hier rechts diese weiteren Tools nicht habt. Wir sehen, es wird nicht angezeigt. Wahrscheinlich, weil unser HUD-Element das noch blockiert. Deswegen packen wir einmal hier oben den Chart Creator nach ganz oben. Über Notifications. Und gehen dann mal in die Chart Creator View. Und sagen hier bei Chart Creator einfach VIF Chart Creator. Und benennen das nach oben nach Chart Creator Show. So, hier unten auch. Creator Show. Das gleiche machen wir dann in unserer Funktion. This Char Creator Show. Speichern das Ganze nochmal. Probieren das nochmal im Chrome aus. Hier führen wir nochmal den Befehl aus. GUI Char Creator Show. Char Creator. Wir sehen hier immer noch nichts. Wir gehen nochmal zurück zu unserem Code und packen das This Char Creator Show nach unten. Und sagen noch mal hier ein this dollar force update, zack zack, probieren das noch mal aus, drücken hier mal F5 oder reloaden die Seite. Und ja, jetzt wird es angezeigt, müssen wir noch ein bisschen das Fenster anpassen. Genau, perfekt, jetzt wird es auch angezeigt soweit, wie wir es haben wollen. Und wir können dann hier hin und her wechseln und die ganzen verschiedenen Funktionalitäten durchgehen. So, als nächstes können wir den alten Code einmal schließen, den brauchen wir nicht mehr, wir haben es jetzt bei uns integriert. Wir brauchen dann noch eine Funktion bei uns neben Show Char Creator, die nennen wir Hide Char Creator Doppelpunkt Function. Und werden das mal schließen, zack, und werden dann hier einfach sagen this.char.creator.show gleich false und this.$force_update. Sehr gut, damit hätten wir das auch fertig. Wir haben hier noch einen Fehler. Achso, hier fehlt noch eine Klammer hier oben. So, jetzt sieht es gut aus. Damit können wir nämlich jetzt show.char.creator aufrufen und hide.char.creator. Speichern das Ganze mal, probieren das mal aus. Rufen das mal auf. Nehmen wir jetzt einmal hier reloaden und dann einmal aufrufen. Bam, da wird es aufgerufen. Und dann sagen wir einmal hide char creator bam bam. Und es wird wieder gehidet. Wunderbar. Das funktioniert auch schon mal gut. Dann können wir nämlich diese Funktion aus unserem clientseitigen Code aufrufen und können dann dadurch Sorge tragen, dass wir es immer wieder anzeigen können oder auch nicht. Als nächstes öffnen wir einmal den clientseitigen Code. Dazu gehen wir hier zu unserem Tutorials-Ordner. Und wir müssen zuerst mal zu unserem WageMP-Ordner gehen und dort den clientseitigen Code kopieren. Oder wo ihr das auch erstellt habt, ich gehe jetzt Client Packages, kopiere hier den Char Creator Ordner. Gehe dann zu meinem Ordner hier unter Tutorials und sage dann hier WageMP C-Sharp Tutorial Client Packages. Und kopiere das hier einmal rein, öffne die index.js einmal und sagt dann hier require.charcreatorindex, beende das und öffne einmal hier die index.js im charcreator Ordner mit Visual Studio, öffne mit Visual Studio Code. So, jetzt als nächstes müssen wir einmal den Set Timeout entfernen und die unten in Event erstellen, um den halt anzeigen zu lassen, den Char Creator. Und dazu verwenden wir dann ganz einfach mal mp.events.add, Klammer auf, Klammer zu, geschweifte Klammer auf, geschweifte Klammer zu. Und hier unten natürlich am Ende noch ein Semikolon. So, dann machen wir das mal kurz anders und zwar ein bisschen einrücken. So,
so ist besser. Jetzt schreiben wir das erste Event hier rein. Das nennen wir dann einfach mal char creator-show. Doppelpunkt ohne Parameter. Die standardmäßige Formatierung, ihr kennt es ja mittlerweile. Kopieren hier oben den Inhalt dort rein. Löschen dann das bei Set Timeout, damit der Charakter Creator nur erstellt wird oder angezeigt wird, wenn wir auch dieses Event aufrufen. Hier oben das GUI Window löschen wir auch. So. Da machen wir nämlich gleich was anderes rein. Und zwar gehen wir einmal in unsere HUD und öffnen die auch mal mit Visual Studio Code. In unserem HUD haben wir hier schon was gemacht. Das werden wir genauso machen. Wir werden uns das hier mal kopieren und gehen dann mal in Index rein und machen dann hier zuallererst einmal Notify HUD. Hier oben definieren wir dann einen neuen Let Char HUD gleich Null. Ah, das Null könnt ihr auch weglassen. Sagen dann hier Char HUD gleich bla bla bla. Und müssen dem jetzt noch ein Event zuweisen. Das machen wir hier auf. Wir kopieren uns mal dieses Execute. So, und sagen dann hier runter. Oder sagen wir ganz am Ende. Na, wir können es auch hier runter sagen, ist egal. charhat.execute.gui.charcreator show. Gucken, wie wir es benannt haben. In der Index.js. Wo haben wir hier charcreator view? Show. CharCreator heißt die Funktion, Klammer auf, Klammer zu, ohne Parameter. Und damit hätten wir das auch erstmal soweit fertig. Gut, ich würde sagen, damit wäre auch der Part zu Ende. Im nächsten machen wir dann weiter damit. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da und ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.